Wenn 1 plus 1 auf a mal 1 minus 1 auf b 1 ergibt, dann ist b gleich zu einer dieser fünf Antworten. Die doppelte Distributivität führt diese Gleichheit zu 1 minus 1 auf b plus 1 auf a minus 1 auf ab gleich 1. Diese 1 verschwindet mit dieser und dann machen wir diese drei Brüche gleichnamig. Das führt dann zu minus a auf ab plus b auf ab minus 1 auf ab gleich 0 auf ab. Und somit können wir diesen gemeinsamen Nenner ab fallen lassen. Das führt dann sofort zu b gleich a plus 1. Und demzufolge ist Antwort b die richtige.